So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir ein sehr gemütliches Video. Dazu werde ich erstmal ganz kurz die Kamera ein bisschen runter machen, damit ihr mich auch besser seht. Genauso, und heute werden wir einen kleinen Talk halten, ein gemütliches Gespräch machen und ich werde euch von meinen Zielen erzählen oder eher gesagt, lieber nicht von meinen Zielen erzählen. Und darum soll es heute auch gehen. Und zwar wollte ich heute eigentlich ein Video machen, in dem ich euch von meinen Zielen erzähle und euch genau diese eben einmal aufliste und erkläre. Ich habe nämlich diese Goal-Setting- oder Ziele-Videos sehr gerne selbst auf YouTube geguckt und wollte deswegen auch selbst eins drehen. Und habe das Ganze auch schon so ein bisschen geplant, habe mich dann aber nicht so wohl dabei gefühlt. Und wenn ihr meinen Kanal schon länger kennt, dann wisst ihr ja auch, dass ich eigentlich hier nie wirklich meine Ziele so richtig teile. Also ihr findet ganz, ganz viele Videos zum Thema Zielsetzung an sich oder gute Gewohnheiten, aber noch nie ein Video, das heißt meine Ziele 2021 oder so, weil ich meine Ziele eben nicht so gerne teile. Und auch wenn Menschen mich am Anfang des Jahres immer fragen, was meine Ziele denn wären, habe ich nicht so Lust, die zu teilen. Und heute sage ich euch mal, warum das so ist und warum du es vielleicht auch mal bedenken solltest, ob du deine Ziele mit anderen Menschen teilst. Übrigens trinke ich gerade Bratapfel, Zimt oder so. Also das erste Mal habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren von einer Studie gehört, die gezeigt hat, dass Menschen, die ihre Ziele teilen mit anderen Menschen, dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ziel erreichen, sinkt. Und das liegt daran, dass wenn wir unser Ziel mit anderen Menschen teilen, wir schon dieses Glücksgefühl haben. Beispielsweise, wenn ich jetzt euch sagen würde, hey, mein Ziel dieses Jahr ist, 100.000 Abonnenten auf YouTube zu knacken. Und wenn ihr dann sagt, ja, das ist voll cool, das ist ein richtig gutes Ziel, du wirst es auf jeden Fall schaffen, habe ich irgendwie schon dieses gute Gefühl, dass ich denke, ich habe es irgendwie schon erreicht. Und das führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich echt an diesem Ziel arbeite, eher runtergeht, weil ich in meinem Gefühl das Ziel schon erreicht habe, beziehungsweise dieses Achievement-Gefühl, dieses Erfolgsgefühl einfach schon habe. Und deswegen sinkt dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich was für das Ziel machen und es dementsprechend dann auch wirklich erreichen. Aber auch abgesehen von diesen ganzen psychologischen Komponenten, ist es für mich auch was ganz sehr Persönliches. Denn ich finde einfach auch, dass wenn man die Ziele mit anderen Menschen teilt, der Druck viel, viel stärker wird, logischerweise. Denn wenn jetzt die anderen Menschen wissen, was du dieses Jahr erreichen möchtest oder was du in deinem Leben erreichen möchtest, dann fragen sie öfter mal nach. Und das muss ja auch gar nicht böse gemeint sein. Also viele Menschen wollen einfach motivieren oder helfen. Aber immer wenn man gefragt wird, ist auch so ein unnötiger Druck einfach da. Und da muss man wieder unterscheiden zwischen Accountability und wirklichem Druck. Denn ich habe ja auch eine Accountability Buddy, also eine Person, der ich alles erzähle von meinem Leben, auch von meinen Zielen und so weiter. Und ja, sie soll mich einfach wirklich dafür verantwortlich machen, dass ich meine Ziele auch erreiche. Und das ist halt wiederum was anderes, als wenn ich es mit anderen Leuten so teile. Und zwar diese Accountability Buddy ist ja dazu da, mich gezielt zu motivieren. Und ich teile mit ihm eben auch genau diese Sachen. Aber andererseits, wenn ich das jetzt mit dem ganzen Internet hier teilen würde, mit allen Menschen auf Social Media teilen würde, dann wäre einfach so ein unnötiger Druck da. Und das möchte ich einfach gerne für mich selbst vermeiden. Des Weiteren denke ich nämlich auch, dass man sich dadurch angriffbar macht oder leichter eine Zielscheibe wird. Und ja, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen dann diese Ziele auch nehmen können, um eben dich damit anzugreifen. Sei es in der Schule zum Beispiel, wenn du als Ziel dir gesetzt hast, sportlicher zu werden und dich dann Leute darauf immer ansprechen, vielleicht blöde Kommentare machen oder so. Und deswegen finde ich es einfach besser, Ziele für sich zu behalten und dann aber von den Erfolgen im Nachhinein zu erzählen, also wenn du sie geschafft hast. Oder eben auch, was noch besser ist, von deinen Gewohnheiten zu erzählen. Also wenn dein Ziel zum Beispiel ist, sportlicher zu werden und du dann sagst, ich möchte jeden Morgen joggen gehen oder so, dann kannst du natürlich sagen, ich bin heute Morgen schon joggen gegangen. Das wäre auch eine richtig gute Idee, also einfach deine Gewohnheiten dann zu teilen. Wenn wir das jetzt wissen, dann ist natürlich die Frage, wie teile ich eigentlich meine Ziele momentan und wie solltest du es vielleicht machen? Also erstmal würde ich dir raten, es so zu machen, wie du möchtest. Ich finde nicht, dass Ziele teilen an sich schlecht ist, nur für mich persönlich funktioniert das nicht. Wenn du aber weißt, dass es dir helfen wird, deine Ziele mit anderen Menschen zu teilen, dann mach es auf jeden Fall, dann ist es ein guter Schritt und dann wird es dir wahrscheinlich auch helfen, wenn du das so denkst. Ich persönlich teile meine Ziele immer nur mit meinen engsten Freunden, das sind meistens dann wirklich nur so 2, 3 Personen und natürlich meinem Accountability Buddy, der natürlich extra dafür da ist, mir zu helfen, meine Ziele zu erreichen. Ich bin aber nicht die Person, die jetzt hier auf YouTube alles teilen würde oder alle meine Neujahrsvorsätze oder Ziele teilen würde, weil ich einfach nicht denke, dass das sehr hilfreich ist. Trotzdem werde ich aber wahrscheinlich noch ein Video drehen mit irgendwie Zielideen. Denn ich finde auch nichtsdestotrotz, dass generell diese Inspiration einfach immer da ist. Und da ich auch diese Videos selbst gucke, weiß ich, wie sehr es mich auch motiviert und inspiriert, solche Videos zu sehen, wo Leute ihre Ziele teilen.
Ich mache es aber weiterhin so, dass ich hier auf YouTube immer nur meine Gewohnheiten teile. Also euch zeige, was ich jeden Tag mache oder was ich jeden Tag machen kann. Und ich finde, dass das teilweise auch noch mehr motiviert, also einfach den Action-Step zu sehen und die kleinen Schritte zu sehen und nicht das große Ziel dahinter. Dass es sowieso eigentlich immer eher um Gewohnheiten und Systeme geht, als um das große Ziel. Und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, die eigentlich das Ganze noch viel machtvoller macht, ist, dass man einfach total krass rüberkommt, wenn man keinen von dem Ziel erzählt und es dann irgendwann plötzlich erreicht. Stellt euch mal vor, einer in einem Umfeld kommt plötzlich aus dem Nichts an und sagt so, hey, ich habe gerade ein Buch geschrieben oder hey, ich bin einen Marathon gerade gelaufen oder sowas. Das wirkt irgendwie sehr, sehr krass. Und ja, das war mein Wort zum Sonntag, die Sachen, die ich heute mit euch teilen wollte. Und ich würde mich jetzt mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob euch es eher hilft, Dinge für euch zu behalten oder ob es euch eher hilft, die Dinge mit anderen Menschen zu teilen. Falls du dich jetzt noch fragst, wie du dein Leben in 2022 ändern kannst, wie du bessere Gewohnheiten auswählst und dein Leben in diesem einem Jahr hier verändern kannst, dann würde ich dir sehr empfehlen, dieses Video hier anzugucken, wo ich genau über diese Themen rede. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Bis dann, tschüss!